Willkommen! Oh, die Musik ist gerade etwas laut. Muss man mit dem Headset lauter drehen. Ja, heiße euch willkommen zu einem neuen Let's Grusel. SCP Contained Breach. Das haben schon einige Leute gesagt, ich soll das mal machen. Und, diesmal mache ich es. Allerdings, also ist das hier ein Slender-Mod davon. Und, ja, was gibt's Besseres? SCP und Slender gemeinsam gemischt. New Game! Ich nehme meinen Namen. Und, Joiklet, Normal Safe, Permanent Saving, blablabla. Kann alles eigentlich so bleiben. Wir starten los und dann bin ich mal gespannt, was uns erwartet oder was mich erwartet und überhaupt. Persolus? Keine Ahnung, was hier unten für Texte steht. Oi, ich hab's schwer zu schlucken jetzt schon. Persolus. Keine Ahnung, he's referred to by the Observer and the Hermit, and the White Bishop. Von mir aus. Oh, hoffentlich ist die Musik jetzt hier gleich mal vorbei hier. Dann kann ich mein Headset wieder lauter drehen. Ich weiß nicht, wie es laut ist, bei euch nachher im Video rauskommt. Och, es ladet halt noch fröhlich weiter. 66%, 66 ist gut, noch eine dritte 6 dazu und wir hätten... Ach, ich schweife aber komplett ab. So, 68%, 69%. Das könnte, glaube ich, doch, wenn es bei der Geschwindigkeit beibehält, schon noch ein Weilchen dauern. Persolus. Persolus is a Latin for quite alone, für fast alleine. Oh, jetzt ladet es aber schon besser. 20% noch und es... Also, gleich geht's los und dann bin ich mal gespannt, inwieweit der Slender-Mod sich von dem normalen Contained Breach unterscheidet. Press any key, los geht's. Und die Musik hört jetzt auf. Ah, gut. Pick up the paper on the desk and open the inventory to pressing tab. So, ich drücke tab. Da ist das Class D Orientation Leaflet. So, Slender-Mod. Things to look for. The radio, which has 3 Slenderman-related songs. I've got some work for you. Was? Please step out of the cell. Muss ich wirklich raus jetzt? Ich will noch nicht raus. Ich wollte ja den Zettel noch fertig lesen. Are you deaf or what? Do as I said, or we'll just terminate you and get the guy from the next cell. Okay, hast mich schon überzeugt. Just follow me. We're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Okay. Hier ist dasselbe wieder mit Space Blinzeln. Das weiß ich, glaube ich, noch aus dem normalen Contained Breach. Ich gehe dir hinterher, keine Sorge. So kann man schneller laufen. SCP Secure Contain Protect. Jawohl, das kennen wir ja schon. Instructions from the intercom and you'll probably be fine. Ist das nicht toll? So, die freundlichen Testsubjekte sind auch alle da. Mit Masken. Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. So, da ist der Slenderman. Schön, wie der aussieht hier. Und die Tür geht zu. Ja. Ich doch nicht, ich geh raus. Tja, Licht ist aus. Und Slendy schnappt sich nicht alle. Ja! Oh! Oh, dieses Rauschen! Oh, dieses Rauschen! Oh! Oh, was war das? Ich war schon tot? Oh mein Gott. Das war die schnellste Runde, die ich je gespielt habe. Oh Mann. Ich hab doch gar nichts getan. Jetzt braucht es wieder so scheiß lange zum Laden. Nein, ist doch nicht wahr, oder? Komm, lad mal ein bisschen schneller. Nur ein bisschen. Sieht gut aus. Nein, jetzt haben wir wieder hier... Ach, Mensch. Also, ich hab keine Ahnung, was ich jetzt falsch gemacht habe. Kennt es nur bis jetzt so, dass man irgendwie aus dieser Zelle raus muss und dann geht's los. Aber mich hat Slendy gleich geschnappt. Heilige Scheiße. Uff.
Und ich habe Missionsziele, die habe ich jetzt gar nicht so richtig wahrgenommen. Muss ich nochmal auf diesen Zettel gucken. Tja, sobald dieser herrliche Ladebildschirm wieder vorbei ist. Na, kann sich nur noch um Stunden... Nein, es geht, es geht. Wesentlich schneller als vorher. Oh je, das hat mir schon ordentlichen Schrecken bereitet. So, also wieder hier. Genau, Tab. Drei Rad... Also das Radio muss ich finden. Private Keycard Office, which had an Easter Egg and Easter Picture. Hinter the text chamber to get an Easter Egg. Documents have been replaced with notes from Slender Games. Try to find as many... Also ich soll so viele Blätter finden wie möglich. We're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Ja, lauf voran. Du läufst da. Und du folgst mir, oder wie? Du folgst mir tatsächlich, hä? Auf Schritt und Tritt, damit ich auch nichts Dummes mache, hä? Ja, machst du tatsächlich. Wieder über dieses Brückelein. Kann ich nicht ein bisschen schneller laufen? Ja, ja, ist gut. Halt die Klappe. Beschleunigen wir das mal jetzt mal. Hallo Slendy, du Arsch, du Drecksack, du Langärmeliger. Wie haben sie dich denn schnappen können? Der Anzug steht dir. Lasst mich raus. Ihr seid tot, ihr seid sowas von tot. So, jetzt raus hier. Das ist hier, wo ich reingekommen bin. Das ist Knöpfchen. Seems to be locked. Jetzt will ich aufpassen und mich nicht erwischen lassen diesmal. So. Und auch immer schön achten, dass ich... Oh oh. Ich sehe dich. So. Jetzt komme ich hier raus, oder? Jetzt geht's ab. So, mal gleich gucken, was ich hier so finde. Zettel. Irgendwas, eine Gasmaske. Und mal gucken, wie weit ich es schaffe. Ich habe das Spiel vorher selber noch nie gespielt. Ich habe es nur aus Videos gesehen und, was? Kann ich die Tür hier nicht offen? Doch, da. Wo öffnet sich da eine Tür? Da öffnet sich eine Tür. Wie kommst du denn dahin, Mann? Wie kommst du denn dahin? Bist du jetzt noch dort? Moment mal kurz. Gasmaske ist ja schön. Document SCP und Class D. Gucken wir mal. Ah ja, okay. Gasmaske setze ich jetzt mal auf. Und ich hoffe, dass du... Huhu! Huhu! Ich bin sowas von im Eimer. Ich bin sowas von im Eimer jetzt mit dem. Warum bist du dort? An der Stelle. Warum geht diese Tür nicht zu? Warum? Warum ist das so für mich so grausam schwer? Wird er jetzt noch dort stehen? Ich weiß es gar nicht. Hallo? Tschüssi. Oh. Ja! Und ich bin tierisch im Eimer. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich werde hier eingekastet. Nee, ich bin im Eimer. Hallo Slendy. Ja, wollen wir nicht Freunde sein? Nein. Oh. Load Game? Band over? Irgendwie? Probiere ich mal. Hier, Load Game? Vielleicht Marble Hornets? Ach, die Werbung dafür. Ach ja, klar. Von denen kamen ja die meisten Slender-Legenden und so. Die ganze Serie auf YouTube. Ich hoffe, ihr habt es euch inzwischen angeguckt. Echt spannend. Ach je. Tja. Dann wollen wir mal gucken, ob ich es jetzt mit diesem Spielstand, ich kenne ihn nicht, besser hinkriege. Es war jetzt echt blöd. Ich muss mich dran gewöhnen. Also, ich kann den Slenderman hier im Vergleich zu den anderen Slender-Spielen ja angucken. Und eigentlich müsste ich mich irgendwie möglichst an ihm vorbeischleichen. Das wäre eigentlich... So. Was habe ich hier im Inventar bei dem Spielstand? Omnicard. Gasmaske. Oh. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet mit dem Spielstand. Es ist auch so scheiß duster. Und ich weiß auch nicht, wo sich Slendy hier... Was?
Willst du mich veräppen? Hallo? Kennen wir dich? Bist du irgendwer? Ist der nicht... Ist der gerade tatsächlich durch die Tür gegangen? Der ist gerade... Oh, ich ahne Böses. Slender dürfte... Hallo, Freund. Ich darf ihn nicht... Ich muss ihn angucken. Diesmal nicht, Freund. Diesmal nicht. Mich kriegst du diesmal nicht. Wo macht man hier die Tür zu? So, hier, ne? Tür zu. Maus? Maus, wo bist du? Du wirst nicht... Was? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Hast du jetzt getötet? Mein abschließendes Fazit zum Spiel. Ich hab keinen Bock mehr drauf. In jeder Ecke laut eine Gefahr. In jeder Ecke sterbe ich. Nee, Nase voll. Ich verabschiede mich. Tschüss. Bye bye.